Der mutmaßliche Täter ist ein 27-jähriger Einheimischer. Griechische Medien berichten, der Mann sei psychisch gestört. Er habe der Polizei erzählt, er sei ein Voyeur und erregt worden, als er sein späteres Opfer beim Joggen beobachtet habe. Ist ein Erstickungstod, aber ist kompliziert. Es gibt viele Befunde auf der Leiche, sagt der Rechtsmediziner. Das war kein schneller Tod, auf jeden Fall. Nach einigen Medienberichten fanden sich DNA-Spuren des Opfers am Auto des Mannes, mit dem er die Biologin Susanne Eaton während eines Ausflugs am 4. Juli angefahren haben soll. Ihre Leiche wurde erst letzten Montag gefunden, versteckt in einer Höhle.